Tom Barkal, heute hier in Senden. Morgen geht's los, Hard for Life. Warum bist du dabei? Warum bin ich dabei? Um diese gute Sache zu unterstützen und natürlich die Caro auch. Und ich finde, es ist eine großartige Einrichtung und wer mich kennt, der weiß, wo ich helfen kann, helfe ich. Warum bist du dabei, Carlos? Ich bin dabei, weil ich finde, was Carola Lotizero auf die Beine bringt, das ist einmalig. Und ich fand die Idee super und deswegen habe ich zugesagt. Ich finde es toll. Schön dabei zu sein. Ja, wir freuen uns auch und dann haben wir morgen bestimmt einen ganz, ganz tollen Abend zusammen. Und jetzt habe ich gerade gehört, wir haben ganz, ganz viele Überraschungsgäste. Weißt du schon, was morgen passiert? Ich weiß es auch nicht. Ich lasse mich auch überraschen. Ich bin gespannt, wie viele Künstler dabei sind. Steffen Kurz, schön, dich heute Abend auch zu sehen. Wir haben ein kleines Meet and Greet. Ich sag mal Family and Friends. Morgen ist es soweit, Hard for Life, Charity Gala. Warum bist du dabei? Ich bin dabei, weil erstens mal die Veranstalterin eine sehr gute Freundin von mir ist, mich gefragt hat, bist du da für Hilfe für andere? Ich bin natürlich da, ich bin ja immer wieder mal unterwegs. Ich bin diesmal nicht in Stuttgart, in Köln, in Berlin, sondern ich bin hier in Senden und ich freue mich ganz toll auf den morgigen Abend. Hey, schön dich zu sehen, Harald Dino heute Abend in Senden, Meet and Greet, Family and Friends, morgen geht's los, Hard for Life. Warum bist du da? Wir sind natürlich da, um die ganze Sache zu unterstützen. Dann mein Mann singt, ich schaue gut aus und ja, wir hoffen einfach, dass genug Kohle zusammenkommt und dass dann die Leute gut unterstützt werden können. Liebe Caro, ich muss wirklich auch aufpassen, ich bin ja auch super emotional und ich finde es so geil, dass du das heute alles so toll organisiert hast. Du bist einfach ein Engel. Mir fehlen die Worte, weil das ist heute Abend hier schon dieses Meet and Greet, das Essen, das Hotel, wundervolle Gäste. Ich sage wirklich Family and Friends, weil das wirklich alles auch so, also man kann sich berühren ohne, das ist einfach, ja, mir fehlen die Worte. Jetzt wollte ich dich mal fragen, wie du dich heute Abend fühlst. Also bist du schon aufgeregt, weil ich bin ja total aufgeregt. Wie geht's denn dir so? Natürlich bin ich sehr aufgeregt, ja, und wie du gesagt hast, sind wunderbare Menschen da, aber ich denke einfach, die haben das verstanden, was mein Herz sagt, das tragt sie alle auch mit drin und deshalb nimmt es mir auch die Aufregung, ja, weil ihr eben genauso denkt wie ich. Und jetzt einen kleinen Moment. Nein, es ist einfach eine wunderbare Sache und jeder, der wo heute Abend schon hier ist oder morgen anreist, der hat meine Herzensangelegenheit zu seiner Herzensangelegenheit gemacht und das ist wichtig. Also ich muss wirklich nochmal sagen, also auch an alle Zuseher später von Stadt-TV, das ist hier was ganz Großes und ich bin echt total nah am Wasser gebeut. Die Pässe für die Presse und das TV. Genau. Hey, hallo, liebe Zuschauer von Stadt-TV. Wir haben hier den Aytekin. Aytekin ist bekannt geworden, DSDS 2016. Du warst in der Top 10. Und was machst du heute? Jetzt bin ich in der Top 3. Nein, tatsächlich mache ich immer noch weiter Musik. Es passiert immer am Wochenenden bei mir. Weitere Shows immer, Galas, Veranstaltungen, das läuft immer noch. On stage Peter Newman. Alias The Officer aus den 90ern bekannt auch geworden oder immer noch bekannt ist. Heute Abend Meet and Greet in Senden im Hotel Feirer. Morgen geht's los, Hard for Life. Auf was freust du dich am meisten? Die alten Songs zu performen, freue ich mich sehr. Also das ist ja, die 90er sind ja seit ein paar Jahren, also seit 2 Jahren richtig am Boomen wieder und da bin ich auch mit allen möglichen Leuten wieder auf Tour und auf der Bühne und in so einem Rahmen dann Cry zum Beispiel zu performen, ist schon was Schönes für mich. Dann du bist die Judith, du bist der Rainer. Richtig. Sonst keiner. Was verbindet euch mit der Gala Hard for Life? Also wir sind recht gut befreundet mit der Carola und ich muss ganz ehrlich sagen, ich ziehe den Hut vor ihr, was sie alles so leistet und möchte schon ganz gerne auch unterstützen, was sie so macht und sie steckt da ja wahnsinnig viel Herzblut rein und das ist natürlich auch ein Thema, das jeden irgendwo betrifft und ja, doch, das ist das, was uns eigentlich mit Carola verbindet, dass sie ein Herzensmensch ist und ja, dass sie einfach ist, wie sie ist. Und du, lieber Rainer, was sagst du? Ja, ich würde mich im Prinzip den Worten meiner Frau anschließen. Es ist eine Geschichte, sagen wir mal, die definitiv unterstützt werden muss. Gibt es viel zu wenig von. Ihr wisst selber alle,
im Grunde genommen könnte man am ersten das Gehalt überweisen und könnte hier spenden, da spenden, dort spenden. Hier bei dieser Organisation wissen wir aber definitiv, dass die Gelder, die gesammelt werden, auch dorthin gehen, wo es brennt. Drücken wir es mal so aus. Und Jörg Filmbach, wir sind heute in Senden, Meet and Greet, Family and Friends. Morgen geht's los, Hard for Life. Du bist der Moderator mit deiner Frau, die Moderatorin, die Sarah. Ist noch unterwegs, habe ich gerade gehört. Auf was freust du dich am meisten morgen? Eigentlich auf die ganzen Gäste, die ja letztes Jahr teilweise auch schon da gewesen sind. Und letztes Jahr war das gigantisch. Und ich freue mich wirklich wieder auf alle, die da kommen und diese ganze Sache unterstützen. Und darfst du schon was verraten? Gibt es Überraschungen morgen? Also du darfst es mir uns verraten, denn der Film wird erst, ich glaube, ich weiß gar nicht wann, aber der wird auf jeden Fall, oder ich weiß es gar nicht genau, was der Kameramann heute Nacht noch macht, ob er noch schneidet. Aber wenn du möchtest, kannst du mir vielleicht ein bisschen was für die Zuschauer, dass mal wo, oder worauf man sich so freuen könnte, was noch so Besonderes kommt. Naja, ich meine, die Veranstaltung ist ja voll geplant. Ich habe eben mal den Ablaufplan gesehen, das ist ja gigantisch. Also wirklich voll durchgetaktet und mit wirklich tollen Gästen und tollen Darstellern, muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt eine kleine Überraschung, die ich jetzt mitbekommen habe. Wie gesagt, normalerweise darf ich es dir gar nicht sagen. Und jetzt. Also wir wissen es jetzt schon, ihr nicht. Ja, und wie gesagt, das darf Caro überhaupt nicht wissen und da wird sie sich mit Sicherheit riesig drüber freuen, über das Thema.